Herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf meinem Kanal. Heute ist das Thema des Tages die Krypto-News der Woche. Und zwar werden wir in dem Video sprechen über SBF und seinen Arrest, wie auch die Tatsache, dass sich jetzt seine Verbündeten gegen ihn aussprechen. Dann werden wir darüber sprechen, dass Paxful, ein dezentraler Peer-to-Peer-Exchange, nun Ethereum delistet hat. Die Gründe werde ich in diesem Video nennen. Und dann werden wir auch noch darüber sprechen, dass Twitter BTC und Ethereum Price Indexes zu seiner Plattform, zu seiner Website hinzugefügt hat. Viel Spaß beim Zusehen. Also News Nummer 1 sind auf jeden Fall, dass eben der frühere Alameda Research CEO Caroline Ellison, auch die Ex-Partnerin, eine der Partnerinnen von Samuel Bankman-Fried, wie auch Mitbegründer von FTX Gary Wang, haben sich jetzt den strafrechtlichen Anklagepunkten der SEC und CFTC schuldig sprechen lassen. Okay? Sie haben jetzt gemeint, dass sie mitverschuldet waren, dass sie den FTT-Preis manipuliert haben und so weiter. Und ja, jetzt arbeiten sie mit dem Anwalt, mit dem Staatsanwalt Damian Williams engstens zusammen und ja, kooperieren gegen Samuel Bankman-Fried, der jetzt mittlerweile nach 8 Tagen Arrest aus den Bahamas, aus seinem Luxusgefängnis angeblich, rausgelassen wurde und an die FBI nach Amerika geflogen wurde. Jetzt ist eben Samuel Bankman-Fried weiterhin in Untersuchungshaft. Der Staatsanwalt hat gleich mal gemeint, es sollen sich alle Nötigen und alle Leute, die halt dabei waren, sich gleich mal melden, bevor sie dann im Nachhinein draufgehen oder halt irgendwie Probleme bekommen. Und ja, genau, es wird auf jeden Fall weiterhin stark verhandelt. Und es wird sich jetzt noch die nächsten Tage und Wochen weisen, wer denn da wirklich dahinter war. Und Shoutouts an Kevin O'Leary, da in dem Sinn auf jeden Fall der FTX stark verteidigt hat. Naja, mal schauen, der hat auf jeden Fall dementsprechend eine nicht registrierte Security oder ein Wertpapier in Amerika beworben und das könnte stark auf ihn zurückfallen. Hoffen wir, dass es ihn nicht sein gesamtes Vermögen an 300 Millionen kosten wird, denn wir wissen ja, dass es hier in dem ganzen Deals und dem ganzen Verbrechen hier um mehrere Milliarden geht. Jetzt hat auch die Twitter-Plattform einen BTC und Ethereum Preisindex in die Suchfunktion hinzugefügt. Das schaut auf jeden Fall super lustig aus, denn wenn man zum Beispiel ein Dollarzeichen eingibt und Bitcoin oder Bitcoin Preis oder Ethereum Preis oder was auch immer, dann poppt die Ethereum oder Bitcoin Preischart auf. Das ist an und für sich eine ganz coole Idee. Schon vor einem Jahr im Dezember wurde davon gesprochen, dass das eben implementiert werden könnte. Jetzt ist es nun endlich der Fall und ich finde es cool. Also man weiß auf jeden Fall, dass Elon Musk stark hinter der Kryptowelt steht und er will, glaube ich, generell die Twitter-Plattform immer wirtschaftlicher und ja, interessanter für Ökonomen gestalten. Denn er will künftig nicht nur eben die Bitcoin- und Ethereum-Preisstadt anzeigen lassen können, sondern auch andere, wie von zum Beispiel Aktien oder vielleicht von seinem eigenen Coin, Dogecoin. Genau. Die dritten News des Tages sind, dass die Ethereum-Skalierungsplattform Polygon mit dem Kürzel Matic nun sein zweites Testnet gelauncht hat, bevor das Mainnet eben live geht. Also Matic kümmert sich mit seinen ZK-Rollups, das sind Skalierungslösungen, aber eigene Blockchains, die die Ethereum-Blockchain skalierbarer machen sollen. Okay, diese Rollups nennen sich eben unter anderem zum Beispiel EVM, also Ethereum Virtual Machine Rollup. Und das Ziel von diesem Rollup ist auf jeden Fall ident oder möglichst ähnlich wie die Ethereum Blockchain selbst zu werden. Also sie soll gleich sicher sein, möglichst die gleichen DApps zur Verfügung stellen und dieselbe Sicherheit gewähren. Und darum kümmert sich eben Polygon mit 3 anderen recht bekannten Mitstreitern, zu denen unter anderem Matter Labs und Scroll gehören. Also die kämpfen alle darum, die beste Layer 2 Lösung für Ethereum zu werden. Doch jetzt die bekannteste ist offensichtlich noch Polygon aktuell. Ja, ob und inwiefern ihnen das gelingen wird, bleibt aktuell noch offen, denn diese Ethereum Skalierungstechnologie ist eigentlich noch nicht mal bewiesen. Also es wird jetzt darüber gesprochen, dass sie halt die Skalierung und die Geschwindigkeit der Ethereum Blockchain erheblich verbessern sollen. Doch wie und wiefern sich das auf die Datenschutz und sowas auswirken wird, der Blockchain, bleibt dabei noch offen. Also es wird sogar gemunkelt, dass diese ZK-Rollups sogar der Ethereum-Blockchain die Möglichkeit gewähren, totale Anonymität und Datenschutz zu schaffen. Einfach weil mit dieser Skalierungsmöglichkeit und diesem komischen, neuartigen Konsensmechanismus eben das gewährt werden könnte. Also es ist auf jeden Fall eine theoretisch geniale Idee, die jetzt aber noch in der Luft steht und mal schauen, ob sie implementiert werden kann und wird. Dann bleiben wir gleich mal bei Ethereum und zwar hat jetzt der Börsenanbieter, der Peer-to-Peer
Exchange Paxful Ethereum delistet. Das heißt, dass eben auf dieser Börse Ethereum nicht mehr gehandelt werden kann. Soweit ich weiß, wird Ethereum Classic noch gehandelt, einfach weil das nicht den drei Gründen entspricht, die für den CEO von Paxful die wichtigsten waren, dass Ethereum entfernt wurde. Die drei Gründe eben sind unter anderem, dass Ethereum von Proof of Work auf Proof of Stake umgestiegen ist und dass damit die ganze Blockchain eigentlich nicht mehr eine Blockchain ist wie die von Bitcoin, weil Bitcoin wird ja davon ausgemacht, dass von einer dritten unabhängigen Partei die Transaktionen validiert und bestätigt werden. Und bei Ethereum ist das nicht der Fall, denn bei Ethereum, bei dem Proof of Stake Consensus Mechanismus, entscheiden die Leute, die ihre Ethereum staken, darüber, was denn auf der Blockchain passiert. Und zwar sind das dann die reichsten Leute auf der Blockchain, okay? Also sie ist eigentlich sehr dezentral und ist im Prinzip eine digitale Form vom Fiat-Geld, meint der Paxful CEO. Und ich könnte ihm da nicht mehr zustimmen, denn Fakt ist auf jeden Fall, dass wenn nur die reichen Leute, die mit dem meisten Einfluss auf einer Blockchain die Transaktionen überwachen, dass es irgendwie, ja, halt sehr zentralisiert ist. Und dementsprechend bin ich mir recht sicher, dass Ethereum auf jeden Fall mal eine Security werden wird, also ein Wertpapier, welches registriert werden muss, also für mehr Regulierung und so weiter gesorgt werden muss. Und das finde ich auch gut, einfach weil Hauptsache Ethereum wird kein Kryptomonopol, welches es mittlerweile eigentlich schon ist. Und ja, dagegen wehrt sich auf jeden Fall der Paxful CEO. Er meint auch, dass er Integrität über alles stellt und dass ökonomische Apartheid eben ein großes Problem in der Wirtschaftswelt und der Kryptowelt ist. Außerdem kritisiert er, dass die Fähigkeit der Blockchain, dass man alles tokenisieren kann. Also man kann im Prinzip jeden Shitcoin, jeden Altcoin, einen Token kreieren, der keinen Nutzen hat, und den auf der Ethereum Blockchain posten. Das ist auch eigentlich ganz cool, aber das Problem ist, dass das extremst viel Geld der Kryptowelt genommen hat, um in richtige Technologien zu investieren. Also jetzt haben halt tausende, Millionen Leute unzählige Shiba Inu Tokens, die halt aber keinen tatsächlichen Sinn haben. Und deswegen war das auch einer der Gründe für den CEO von Paxful, Ethereum zu delisten. Und ja, dann nochmal eben zur Dezentralität, das ist auch der dritte Grund. Er meint einfach, dass die Ethereum-Blockchain nicht mehr dezentral ist. Er meint, dass die Ethereum-Blockchain von einer kleinen Gruppe an Menschen kontrolliert wird, den Stakern mit dem größten Kapital, und dass eines Tages es sogar sein könnte, dass man nach einer Erlaubnis bitten muss, um die Ethereum-Blockchain zu verwenden. Wir wissen ja auch, dass bei bestimmten Hacks oder was auch immer die Ethereum-Blockchain einfach schnell mal ausgeschalten werden konnte oder halt einfach eingegriffen werden konnte. Und so viele Vorteile das auch hat, dass man schnell einfach einem Hack entgegenwirken kann, so ja, zentralisiert ist es dann auch. Also ob das überhaupt möglich ist, dass man Blockchains komplett dezentral hält, bleibt natürlich noch offen. Bei Bitcoin scheint es halbwegs gut zu funktionieren, aber ja, genau. Dass die Reichsten alle Transaktionen der Chains überwachen, das spielt ihnen natürlich sehr in die Hände, und das war der dritte und entscheidende Grund, warum der Paxful CEO Ethereum von der Börse entfernt hat. Genau, das war es auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da, im besten Fall sogar einen Sub, und ja, freue mich schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal.